Ich habe mir gedacht, da ihr ja die letzten Wochen immer nur die ganze Hausgeschichte per Vlog mitgekriegt habt und ich lange keine Videos mehr über Do-it-yourself oder Deko oder ähnliches gedreht habe, möchte ich jetzt noch kurz vor Weihnachten ein Video drehen, was vielleicht einigen von euch noch hilft, ein mega schnelles Weihnachtsgeschenk noch fertig zu machen. Und zwar möchte ich heute euch zeigen, wie ich meinen eigenen Glühwein zusammenbraue. Und ja, da würde ich einfach mal sagen, viel Spaß beim Zuschauen und dann legen wir einfach mal los. Bis gleich! Für den Glühwein benötigt ihr halbtrockenen Rotwein, verschiedene Gewürze wie Sternanis, Piment, Nelken und Zimt, dann haben wir hier noch Vanilleschoten. Und dann benötigt ihr noch Bio-Orangen und Bio-Zitronen, weil ihr dort die Schale dann später benötigt. Außerdem ganz einfache Mullkompressen, die bekommt ihr günstig in der Apotheke. Ganz normalen schwarzen Tee. Dann braunen Zucker oder Kandis, je nachdem was ihr lieber mögt. Und ganz zum Schluss normalen weißen Zucker. Zum Abfüllen benötigt ihr noch verschiedene Flaschen. Ihr könnt ganz normale Flaschen wie jetzt diese Milchflasche aus dem Supermarkt nehmen oder ihr kauft zum Beispiel bei Depot oder Nanunana diese Einmachgläser und die sind super zum Abfüllen geeignet. Den Rotwein habe ich übrigens aus dem Real gekauft und zwar ist das ein Dornfelder Merlot. Ihr benötigt unbedingt halbtrockenen Rotwein, weil sonst der ganze Glühwein hinterher zu süß werden würde und damit ihr es selber dann quasi entscheiden könnt, wie süß er wird, müsst ihr einen halbtrockenen nehmen. Diesen füllt ihr dann ganz einfach in den kalten Topf. Die Herdplatte darf noch nicht an sein, weil erstmal die ganzen Zutaten in den kalten Rotwein kommen. Jetzt sammeln wir alle Gewürze zusammen und zwar packen wir die in die Mullkompresse. Diese faltet ihr auseinander, legt dort alles hinein, verknotet es zum Schluss und schmeißt diese dann in den Rotwein rein. Das hat den Sinn, dass dann keine Stücke oder abgebrochenen Zimtreste irgendwie in dem Glühwein verbleiben zum Schluss und ihr die mittrinkt, weil das wird nicht so ganz angenehm sein. Das Rezept findet ihr übrigens auf meinem Blog. Dort habe ich das für eine Flasche Rotwein aufgeschrieben. Ich mache das hier gerade für 4 Flaschen, weil ich einfach ganz viel verschenken möchte. Und ja, da könnt ihr nachsehen und schauen, wie viel Zutaten ihr dann braucht. Die Zimtstangen könnt ihr ruhig mal nochmal zerteilen, damit die einfach das Aroma besser an den Rotwein abgeben können. Die Vanilleschoten zerteilt ihr auch in der Mitte, kratzt den ganzen, das ganze Vanillemark heraus. Das habe ich so in den Rotwein getan, weil es einfach auch optisch noch ein bisschen schön aussieht, wenn man da so Vanillestückchen drin hat. Und die Stangen, die habe ich dann mit zu den anderen Gewürzen in das kleine Tütchen gegeben. Oder Säckchen eher.
Das Ganze machen wir jetzt auch genauso mit den Orangen und mit der Zitrone. Da habe ich die Schale abgeschält. Für einen Glühwein quasi, also wenn ihr nur eine Flasche macht, dann braucht ihr nicht die komplette Schale, aber dadurch, dass ich jetzt so Massen produziere, brauchte ich schon eine komplette Frucht. Und das macht ihr am besten mit einem Sparschäler, weil diese weiße Unterhaut darf nicht mit in den Glühwein kommen, weil das sonst extrem bitter werden könnte. Dann packt ihr alles wieder in die Mullkompresse, macht ein Säckchen draus und dann wären wir eigentlich so schon grob fertig. Wie gerade schon erwähnt, schmeißt ihr jetzt alles in den kalten Rotwein rein, rührt einmal um und lasst ihn dann ganz langsam warm werden. Denkt dran, dass er nicht kochen darf, sonst verkocht euch der Alkohol und der Glühwein schmeckt hinterher nicht mehr. Jetzt pressen wir noch ein bisschen von dem Orangensaft und dem Zitronensaft aus, weil damit aromatisieren wir dann gleich noch den Glühwein. Und da ist einfach Geschmackssache, je nachdem wie viel ihr da rein haben möchtet, macht ihr dann dazu und ja, einfach nach Geschmackssache. Ich habe jetzt noch kochendes Wasser aufgesetzt, einmal weil ich die Verschlusskappen der Flaschen desinfizieren möchte und zum anderen weil ich noch den schwarzen Tee aufsetzen möchte. Den benutze ich dann gleich, also ganz zum Schluss, um den Rotwein ein bisschen zu strecken und ein bisschen leichter zu machen, weil wenn man den so pur trinken würde, also den fertigen Glühwein, dann wäre das alles schon sehr, sehr schwer und nicht so gut und angenehm zu trinken. Die Flaschen desinfiziere ich übrigens bei 100 Grad im Ofen. Dort bleiben die dann für circa 20 Minuten und dann hält der Glühwein auch circa eine Woche. Mittlerweile ist der Glühwein schon sehr warm geworden, dass man jetzt den Zucker hinzufügen kann. Jetzt löst er sich natürlich schnell auf und man kann immer wieder mal abschmecken, wie der schmeckt. Und ich habe jetzt zu gleichen Teilen den braunen Zucker und den weißen Zucker gemischt. Ihr könnt natürlich je nach Geschmack, wie euch das besser gefällt, mehr den braunen nehmen oder je nachdem mehr den weißen. Jetzt verdünne ich zum Schluss noch meinen Glühwein mit ein bisschen schwarzen Tee, weil er mir doch ein bisschen zu schwer gewesen ist. Ja, und dann kann man ihn eigentlich schon abfüllen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ein bisschen was davon mitnehmen können. Das ist zumindest ein super schnelles Expressgeschenk, welches man wirklich auf den letzten Metern noch schnell zusammenbrauen kann. Und es ist selber gemacht und schmeckt quasi auch noch super, super gut. Damit wünsche ich euch jetzt noch allen ein schönes Weihnachtsfest. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und abonniert mich ganz fleißig und dann würde ich mal sagen, bis die Tage. Ciao!